Ja, hohe Synode, verehrtes Präsidium, liebe Geschwister, zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank für diejenigen unter Ihnen, die im Nominierungsausschuss saßen und diesen Vorschlag unterbreitet haben und dass ich heute hier vor Ihnen stehen darf. Ich will Ihnen mich vorstellen mit drei Punkten. In einem ersten Punkt will ich etwas sagen zum Charakter des Amtes eines Personaldezernenten. Vielleicht hören Sie auch etwas über die Kultur, die wir in unserem Personaldezernat pflegen. Vielleicht hören Sie auch etwas dabei über die Haltung, mit der ich versuche, Personaldezernent in dieser Landeskirche zu sein. In einem zweiten Punkt will ich etwas über die Herausforderungen sagen, vor denen wir in unserer Personalarbeit in der Landeskirche stehen, und in einem dritten Punkt, was ich dafür mitbringe. Worüber ich nicht reden werde, ist eine Art Leistungsschau der letzten Jahre. Die Gutwilligen unter Ihnen können ja mal die Personalberichte aus den Jahren 2014 und 2018 vorlesen, und wer den Abstand zu ermessen bereit ist, der wird feststellen, dass wir im Jahr 2022 unseren nächsten Personalbericht abgeben werden. Und das wird dann wieder ein Gemeinschaftswerk sein. Und wenn Sie dort aber dann lesen, dass wenig das Wort Ich auftaucht, sondern vielmehr das Wort Wir, lernen Sie vielleicht auch etwas über die Art, wie ich mein Amt als Personaldezernent verstehe. Also zunächst zum Charakter dieses Amtes, und ich will diesen Charakter dieses Amtes als einen doppelten beschreiben. Erstens ist es ein stilles Amt und zweitens ist es ein vernehmbares Amt, und das ist kein Gegensatz. Ein stilles Amt ist es deshalb, weil sehr viel in dieser Aufgabe im Verborgenen stattfindet. Es ist gut, wenn vom Personaldezernenten nichts zu hören ist, dann funktioniert es. Wenn etwas zu hören ist, wenn ich plötzlich im Gemeindekirchenrat zum Beispiel auftauche, dann meistens, weil es Konflikte, Irritationen, Diskussionen gibt, die aus dem Normalen, was die Regel ist, herausragen. Also sehr viel findet statt, ohne dass es überhaupt jemand mitbekommt. Das sind vor allen Dingen erst einmal Personalberatungsgespräche von Pfarrerinnen und Pfarrern, die überlegen, bin ich hier auf dieser Stelle richtig, möchte ich mal irgendwann eine andere Stelle haben, welche könnte das sein, sich auf die Suche begeben nach einer Perspektive, wo sie motiviert, zufrieden und auch im guten Einvernehmen mit der Gemeinde Pfarrerinnen und Pfarrer sein können. Auf der anderen Seite betrifft dieser Beratungsprozess auch Kirchengemeinden, Kirchenälteste vorwiegend, die sagen, wir haben jetzt schon unsere Stelle ausgeschrieben, jetzt hat sich niemand darauf beworben, was denn nun? Und dann das Gespräch suchen, und mir liegt auch daran, mich diesem Gespräch sehr zu stellen. Und diejenigen, die das schon mal angemerkt haben, wissen auch, dass ich mich dann schon gerne auf den Weg mache. Also wir gucken uns gerade an, und es schmeckt auch in Zellermehlis sehr gut. Bruder Stark, also vielen Dank. Das ist aber nicht der Grund, warum ich die Gespräche führe, sondern weil ich glaube, dass die Gespräche dringend erforderlich sind, um das Einvernehmen herzustellen. Es ist ja, wenn ich das mal etwas lax beschreiben darf, die Position eines Maklers, die wir einnehmen. Die Kirchenkreise produzieren die Stellen, dann gibt es auf der anderen Seite die Personen, und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Personen und Stelle gut zueinander finden. Also Gespräche. Gespräche im Stillen, im vertraulichen Rahmen. Diese Gespräche, das will ich Ihnen aber auch sagen, haben auch einen anderen Mehrwert, der mir außerordentlich wichtig ist, denn auch unsere Landeskirche ist ja eine junge Landeskirche. Sie braucht Kontur, und in der Art, wie die Kirchenkreise auch ihre Personalangelegenheiten selbstständig zu lösen haben, so geht das doch nur erstens im Miteinander zwischen Kirchenkreisen und zweitens auch im Miteinander zwischen den Ebenen, zwischen Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche. Diese Gesprächsprozesse helfen uns gemeinsam, EKM zu werden und zu verstehen, was das bedeutet, EKM zu sein. Und ich glaube, dass das Gespräch darüber, wer wir als evangelische Kirche in Mitteldeutschland ist, noch längst nicht beendet ist, und wir uns immer noch auf der Ebene basaler Verständnisfragen und Verständigungen bewegen. Und deshalb sind die Gespräche auch an dieser Stelle, die vertraulichen Gespräche, nicht nur unausweichlich, sondern dringend erforderlich. Also, unzählige Male war ich in direkten Gesprächen vor Ort oder auch hier im Landeskirchenamt. Gespräche helfen, das kann ich auch sagen im Blick auf
das Gespräch, das regelmäßige Gespräch mit der Pfarrvertretung, das am Anfang nicht unter einem guten Stern stand, aber wir jetzt mittlerweile zu einem Vertrauensverhältnis gefunden haben, wo auch direktes, auch das echte Probleme ansprechende Gespräch möglich ist. Darüber bin ich froh und der Pfarrvertretung auch dankbar. Zur Stille des Amtes gehört auch das geräuschlose Funktionieren der Personaladministration. Sie wissen, wir sparen im Landeskirchenamt auch Personal ein. Das ist auch alles richtig so. Trotzdem gibt es ja gleichbleibende Serviceerwartungen und auch Erwartungen an die Effizienz unserer Arbeit. Das ist eine wichtige Aufgabe, von der man eigentlich nicht viel mitkriegen muss, es sei denn, es funktioniert nicht, dann würde man es mitkriegen. Das wäre sehr schade. Deshalb ist dieses Amt an dieser Stelle, wenn es gut funktioniert, still. Wir haben dezernatsinterne Strukturveränderungen vorgenommen. Die haben sichtbar auch, finde ich, der Effizienz unserer Arbeit gedient. Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Wir haben eine digitale Personeninformationssoftware eingeführt. Wir sind noch nicht ganz zu Ende damit gekommen. Es ruckelt an manchen Ecken und Enden noch, denn wir haben es bis jetzt nur als Instrument der Personaladministration eingeführt, aber noch nicht als Instrument der Personalführung. Das steht noch aus, aber damit sich die Wirkungen dieses Informationssystems auch entfalten können, werden wir das als eine der nächsten Aufgaben uns noch vornehmen und sind da auch in Planungen dazu. Dazu gehört aber auch das Thema elektronische Personalakte, was uns in naher Zukunft beschäftigen wird. Zum anderen, es ist ein vernehmbares Amt, das Personaldezernat. Na klar müssen wir unsere Stimme erheben, und zwar, wenn es darum geht, für kirchliche Berufe in unserer Landeskirche zu werben. Es sind ja längst die Zeiten vorbei, wo die Theologie-Absolventinnen und Absolventen Schlange standen und westdeutsche Landeskirchen vor allen Dingen noch von der Theologenschwemme sprachen. Mittlerweile sind wir in einer ganz anderen Situation. Es geht darum, von ganz vorne anzufangen, für den Pfarrberuf und andere kirchliche Berufe zu werben. Das konnten wir tun, weil wir uns einer EKD-Initiative angeschlossen haben, die bereits auf Abiturientinnen und Abiturienten zugeht und bereits in dieser Phase berufseinladend wirkt. Wir haben uns aktiv eingebracht und die Ergebnisse, falls Ihnen mal in der Synode langweilig werden sollte, schlagen Sie mal die Website Beruf trifft Kirche auf. Dann können Sie etwas von den Ergebnissen sehen und merken, auch da werden Formate bedient, die hoffentlich die jungen Leute ansprechen und den einen oder die andere dazu überzeugen, einen kirchlichen Beruf zu ergreifen. Das ist es aber nicht alleine. Es sind die Arbeiten in den Studierendenkonventen. Es geht um die guten Kontakte zu den Ausbildungsorten kirchlicher Berufe. Das sind für uns Halle, Jena, Wittenberg, Erfurt und die Evangelische Hochschule in Berlin. Wir halten Kontakt zu den theologischen Fakultäten. Da werden wir auch als Kirche sichtbar. Wir werden ganz besonders schön, nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar durch das Juwel unserer Landeskirche, nämlich die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik. Das ist unser bescheidener Ausbildungsbeitrag zur Ausbildungslandschaft in der evangelischen Kirche in Deutschland ist. Die Studienhäuser, die Konvikte, die dazu einladen sollen, in Halle oder in Jena zu studieren, die Suche nach Quereinstiegen, der Master of Theological Studies, den wir eingeführt haben, natürlich auf EKD-Ebene, aber in dieser Zeit habe ich in einer EKD-Kommission mitgearbeitet, die diese Dinge auf den Weg gebracht hat. Und es lag mir sehr daran, dass wir zu einem sehr guten Ergebnis kommen, und wir haben es geschafft. Da bin ich sehr froh. Also, was ist vernehmbar am Amt? Menschen Lust auf einen kirchlichen Beruf zu machen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Freilich, die beste Werbung für zum Beispiel den Pfarrberuf sind zufriedene und motivierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Doch musste ich beobachten, dass die Momente der Überlastung und der Frustration im Pfarrberuf ziemlich weit vorangeschritten sind. Und ich habe mir den Reim darauf gemacht, dass die Stellenreduzierungen der letzten Jahrzehnte ohne wirklich eine genaue Beschau der Aufgabenstruktur natürlich dazu führt, dass wir alle
Veränderungen auch in der Wahrnehmung dessen, was eine Pfarrerin, ein Pfarrer leisten kann vor Ort, wir den Pfarrerinnen und Pfarrern selber überlassen haben. Diese Debatte mussten sie selber führen und das führt natürlich noch mal zu einer Überlastung zweiter Ordnung. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir festgestellt haben, wir arbeiten natürlich auch an den Berufsbildern, haben ganz famose Ergebnisse. Sie kennen vielleicht noch dieses wunderbare Papier zum gemeindepädagogischen Dienst in der EKM, was wir erarbeitet haben. Aber Sie wissen auch, dass die Pastoraltheologie jetzt schon so viele Bücher produziert hat, dass die in mehrere Räume reinpassen. Aber ist denn das in den Gemeinden angekommen? Wir brauchen also, merken Sie, Gesprächsformate. Und dazu muss das Amt des Personaldezernats auch vernehmbar sein. Die Frage, was können jetzt und künftig Menschen, die einen kirchlichen Beruf ergriffen haben, im Verkündigungsdienst vorzugsweise leisten und tun? Und was dürfen wir auch legitimerweise von ihnen erwarten? Dieses Gespräch ist erforderlich und die Folie dieses Gespräches haben wir einmal Dienstvereinbarung genannt, wo ich auf das Prozessuale abheben möchte. Wir haben, das war, glaube ich, also ein wichtiger Punkt auch in meinen letzten 9 Jahren, eine Gelegenheit gehabt, eine Pfarrergesundheitsstudie durchzuführen. Wir haben die Ergebnisse auch vorgestellt und haben gemerkt, dass unsere Alarmglocken, was Burnout und Langzeiterkrankungen betrifft, nicht vergeblich geschlagen haben und schon gar nicht überflüssigerweise. Wir haben die Ergebnisse in verschiedenen Arbeitsgruppen ausgewertet, nutzbar gemacht und will jetzt hier nur als Stichworte nennen, noch einmal die Dienstvereinbarung, aber dann das Formular zur Pfarramtsübergabe steht im Amtsblatt dann im Januar, im EKM-internen im Januar, das Pfarrstellengesetz, was wir verändert haben, die Personalentwicklungsverordnung, die seit Anfang des Jahres gilt, die Bilanz- und Orientierungstage im Predigerseminar, die Kontaktsemester, die Fortbildung zum Einstieg in den Beruf, der wir den schönen Namen FÖBE gegeben haben als Abkürzung, die mitarbeitenden Jahresgespräche, die Führungskräfteentwicklung, den Arbeitsschutz, die Personal-, Finanz- und Stellenplanung. Und ich höre jetzt auch hier an der Stelle mal auf, ohne Vollständigkeit auf diesen Katalog zu erheben. In all diesen Prozessen, aber das sollen Sie wissen, war es mir wichtig, dass wir zwar exemplarisch an dieser Stelle den Pfarrberuf mal in den Blick genommen haben, dass dieses Problem aber nicht nur für den Pfarrberuf gilt, sondern für alle kirchlichen Berufe, für den gemeindepädagogischen Dienst, für den kirchenmusikalischen Dienst, auch für den Verwaltungsdienst in unserer Kirche und im Übrigen klar zu sehen ist im Miteinander zwischen Haupt- und Ehrenamt, dass man nicht dass die eine Seite zulasten der anderen Seite entlastet oder die zur Entlastung der einen Seite die andere Seite belastet. Vernehmbar soll das Amt des Personaldezernenten sein, vor allen Dingen auch da, wo Pfarrerinnen und Pfarrer in der Öffentlichkeit stehen. Ich will nur kurz verweisen auf die Vorwürfe, die gegen den damaligen Jenaer Stadtjugendpfarrer erhoben worden waren. Und zwar im Personaldezernat ganz wichtig, dass wir 2 Sätze in die Welt hinaustragen. Ja, wir achten Recht und Ordnung. Und ein zweites, ja, Pfarrerinnen und Pfarrer stehen unter dem Schutz ihrer Kirche. Und das im Übrigen auch, weil man es hier an dieser Stelle einmal exemplarisch sagen durfte, gilt auch für alle anderen Mitarbeitenden und im Verkündigungsdienst. Vernehmbar waren wir auch im Blick auf das Thema sexualisierte Gewalt. Hier hatten wir immer wieder auch Stellungnahmen abzugeben. Wir waren und sind es noch, das will ich Ihnen auch mal sagen und bin auch sehr stolz darauf, Vorreiter in der EKD, was Intervention, Beratung und Prävention betrifft. Da haben andere Landeskirchen von uns abgeschrieben und ich glaube, das ist gut, dass wir nicht die sind, die an dieser Stelle nachhinken. Aber es ist natürlich auch klar, dass auch hier Klarheit herrscht im Blick auf die Frage, erstens müssen wir die Schuld, die bei uns liegt, selber aufdecken, auch nichts vermauscheln und verschweigen. Und wir müssen Strukturen schaffen, damit unsere Kirche nicht nur ein Ort ist, an dem sexualisierte Gewalt nicht stattfindet, sondern es soll ja ein Schutzraum sein, wo Menschen hingehen können, die in solchen gefährdeten Situationen sind. Wir haben also eine Aufgabe des Vertrauens, dass wir anderen Menschen schuldig sind. So, zu den Herausforderungen, 5 Herausforderungen habe ich hervor
geholt. Die Berufsrollen, das ist, wäre die erste Herausforderung, die Berufsrollen kirchlicher Arbeit verlieren an innergesellschaftlicher Selbstverständlichkeit. Was früher ein Pfarrer war oder ein Kantor, das wussten die Menschen. Das wissen sie heute unter Umständen nicht mehr. Wir müssen es erläutern, wir müssen es gegenüber Behörden erläutern, gegenüber Gremien, gegenüber anderen Verantwortungsträgern in der Gesellschaft und merken auch, dass wir den Veränderungen, die diese Gesellschaft betreffen, auch Rechnung tragen müssen. Also ein breit angelegter Diskurs ist erforderlich. Und das ist eine der Zukunftsaufgaben. Und wir müssen diese Veränderung auch für die Gestaltung kirchlicher Ausbildungen bedenken. Wir müssen Standards für die Berufsausbildung beschreiben. Sie müssen flankiert werden durch Instrumente der Personalentwicklung, insbesondere auch durch Fort- und Weiterbildungsmodule. Denn das wissen Sie, die nicht in einem kirchlichen Beruf arbeiten, umso mehr. Man kann mit dem, was man als Lehrling oder als Student gelernt hat, nicht durch eine ganze Berufskarriere kommen. Das kann man aber im kirchlichen Beruf auch nicht. Es ändert sich viel. Zweitens, zweite Herausforderung, in Zeiten, in denen Kirche an Relevanz und auch an Ressourcen verliert, gerät sie selbst und mithin auch ihre Mitarbeitenden unter Stress. Mit diesem Stress müssen wir umgehen. Das heißt, hier ist auch die Landeskirche als ein vertrauensvoller, als vorausschauender, als fürsorglicher Dienstgeber in der Pflicht. Alle kirchlichen Mitarbeiter sollen gewiss sein, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber hier an dieser Stelle gehört es auch noch mal hin, dass sie unter dem Schutz ihrer Kirche stehen und dass die Kirche ihnen Rückenwind für die Arbeit und die Herausforderungen gibt, vor denen sie stehen. Hier noch mal, hier geht es um Personalentwicklung, hier geht es um Personalbegleitung, hier geht es aber auch um Räume für geistliches Wachstum. Es geht mittelbar auch um Gemeindeentwicklung. Und ich glaube, das ist es ja, was wir als Gesamtkirche brauchen, ob nun haupt- oder ehrenamtlich, ob in Beruf oder in Gemeinde. Wir müssen ja Platz schaffen für mutige und kreative Aufbrüche. Das ist eine Herausforderung. Die dritte Herausforderung, die Berufsidentitäten werden fluider. Wir werden Platz schaffen müssen für Umstiege und für nicht ganz typische Einstiege in unsere kirchlichen Berufe. Hier sind wir noch sehr starr. Und unseren traditionellen Berufsbildern verpflichtet. Aber ich glaube, hier lockert sich etwas und wir tun gut daran, die Menschen, die bereitwillig in unserer Kirche arbeiten wollen, nicht vor der Tür stehen zu lassen. Vierte Herausforderung. Es geht hier jetzt mal um Finanzen, obwohl das gar nicht mein Beruf ist, sondern das von Stefan Große. Aber all diese beschriebenen Phänomene haben auch Rückwirkungen und Auswirkungen auf die Sicherungssysteme für die Hauptberuflichen. Wir werden hier sehr genau nachdenken müssen, wie wir in Zeiten schwieriger Finanzierungen künftig uns so aufstellen, dass wir dafür gerüstet sind, aber auch kreativ über Alternativen nachdenken müssen, wie wir Dienstverhältnisse so gestalten, dass Kirche sie sich auch künftig leisten kann. Und zwar nicht nur jetzt gerade in diesem Augenblick, sondern auch vorausschauend in 10 oder 20 Jahren. Vor allen Dingen gilt das für den Fall, dass wir unseren Pfarrerinnen und Pfarrern am Anfang in ihrem Beruf ja ein Alimentationsversprechen geben, was bis zum Ruhestand gilt. Also so lang müssen eigentlich unsere Planungshorizonte sein. Das ist eine Herausforderung, in die Zukunft zu denken und uns Szenarien zu entwickeln. Letztens, professionelles Personalmanagement. Ja, die Digitalisierung gehört dazu. Ich habe vorhin gesagt, sie ist noch nicht abgeschlossen. Das gehört zu den dringenden nächsten Aufgaben. Letztens, was bringe ich dafür mit? Erstens, ich bin von Herzen gerne Pfarrer. Ich liebe meine Kirche. Ich predige gerne in Gottesdiensten. Das ist auch ein Angebot, was ich den jungen Pfarrerinnen und Pfarrern im Entsendungsdienst mache. Dann sage ich, ich schenke euch einen predigtfreien Sonntag, ich predige in euren Gemeinden. Aber wenn die Kirchenverwaltung schenkt, wissen Sie ja, muss man immer ein bisschen misstrauisch sein. Ich will auch was dafür haben. Ich will ein Gespräch haben. Und das kriege ich dann auch. Und ich merke, dass das sehr wichtig ist, noch einmal in die konkrete Gemeindesituation von jungen Pfarrerinnen und Pfarrern hineinzuleuchten. Und das ist nicht nur für mich erhellend, sondern es ist auch außerordentlich aufschlussreich, um zu sehen, wo gibt es Aufbrüche, wo gibt es Entwicklungen und wo gibt es auch Krisen.
Ich bin also gerne Pfarrer, ich predige gerne und bin auch gerne dann im Gespräch mit den Gemeinden. Was bringe ich noch mit? Ich bringe meine Gesprächsbereitschaft mit, das habe ich ausgeführt. Das will ich hier nur noch mal feststellen. Und was bringe ich auch mit? Ich bringe meine Berufserfahrung mit. Das will ich allerdings doch noch mal deutlich sagen. Als ich vor 9 Jahren angefangen habe, kannte ich ungefähr in der KPS ein Viertel der Pfarrerschaft. In Thüringen war es ein bisschen weniger. Jetzt, wenn ich durch unsere elektronische Personaldatenbank durchgehe, sind mir alle Namen vertraut und mit den meisten verbinde ich ein Gesicht. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiges Pfund ist, was ich mitbringe. Also mittlerweile eine Personalkenntnis. Ich behaupte sogar, das nehmen Sie mal nicht als Wahlbeeinflussung, aber ich glaube, dass Personalgeschäft ein langfristiges Geschäft ist, auf langjährigen Gesprächsprozessen, auf Begleitung von Berufsbiografien angelegt ist und das Vertrauen braucht, das aus persönlichen Kontakten entsteht. Ja, ich will die Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren hier in diesem Amt sammeln durfte, auch gerne weiterhin zum Nutzen Ihrer Kirchengemeinden, zum Nutzen der Gesamtkirche einbringen. Ich bin dazu bereit, und zwar mit dem Ziel, dass die Gemeinden gestärkt werden, dass ihre Verkündigungsdienste gestärkt werden und dass Gemeinden und Verkündigungsdienste in einem gedeihlichen und geschwisterlichen Miteinander dem Lob Gottes und der Zukunft unserer Kirche dienen. Herzlichen Dank.